Wendelin, Peter, Franz, die Winterhalters. Gute Wurst beginnt im Stall, weiß Senior Franz Winterhalter. Mit seinen 78 Jahren ist er immer noch jede Woche im Schwarzwald unterwegs und kauft Rinder ein, so wie es sein Vater gemacht hat. Für den Metzgermeister gehört der Kontakt zum Bauern dazu. Wir machen noch meiste alles fast selber. Und wie soll ich sagen, und ich halt persönlich weiß, ein Stück Leben. Ja. Oberwinden im Elztal. Wendelin Winterhalter ist in der 9. Generation Metzgermeister. Er führt die Tradition weiter. Dazu gehört auch das Räuchern mit Kiefernspänen und Tannenreisig. Bis zu 100 Schweine lässt die Familie jede Woche schlachten. Der Schwarzwälder Schinken reift 5 Monate lang, bevor er verkauft wird. Die Zeit muss sein, dann erst hat er das richtige Aroma. Was für ihn den Erfolg ausmacht? Das sind die hauseigenen Rezepturen, unsere Mitarbeiter und natürlich die Tradition. Es ist ganz wichtig, dass das alles in Einklang stattfindet und dann gibt es ein gutes Produkt. Schweine, Rindfleisch und Fett, das sind die Grundzutaten für die Fleischwurst. Sie gehört zu den 30 goldprämierten Produkten aus der Metzgerei. Die Rezepte sind Teil von mir und von meinem Bruder neu entwickelt und zum Teil sind langjährige Rezepturen, die mein Vater oder mein Großvater im Prinzip schon so verwendet hat. Bruder Peter Winterhalter bringt Nachschub für den Mittagstisch. Badische Schäufele vom Schwein. Zur Weihnachtszeit besonders begehrt. Also Schäufele ist ein Stück aus der Schulter, sehr mager, es hat unter 8% Fett und wird dann eben gepökelt und wird geräuchert und auch mit einer Gewürzmischung, die ich leider Gottes nicht ganz preisgeben kann. Links die goldprämierte Winterhalter-Leona mit feinem Raucharoma, rechts billige Leona aus dem Supermarkt. Ob die Menschen den Unterschied schmecken? Die kleine ist die Metzgerwurst. Warum? Schmeckt irgendwie frischer, herzhafter. Ich sag auch, dass die besser ist und weil sie zarter ist und weil sie feiner ist als die, weil die ist gröber. Das schmeckt irgendwie intensiver. Preise ohne Ende. Die beste Werbung für den Familienbetrieb Winterhalter. Für den Erfolg haben sie hart gearbeitet. Wenn man seit über 260 Jahren im Familienbesitz das Ganze führt und, sag ich mal, unser Vater das an uns weitergegeben hat und wir das auch so im Interesse unserer Vorfahren weiterführen, selbstverständlich ist man da stolz. Zum dritten Mal wurden sie auf der Fachmesse Süffer zum Gesamtsieger gekürt. Die obere Metzgerei Franz Winterhalter aus Elzach.